Ich habe Bauchschmerzen. Was ist das, Bauchschmerzen? Hm? Ich plane so einen wunderschönen Abend für uns und das ist das Ende, oder was? Du bist jetzt wirklich sauer, weil ich gerade zu müde bin und keinen Bock auf Sex habe? Jetzt schiebst du mir das in die Schuhe? Hey. Hey. Guten Morgen, Schönheit. Warte mal. Du bist doch Nachtschicht. Oh, bist du schon wach? Also, es hat nur 2-3 Stunden gepennt, oder? Ich bin an der Maschine. Ach, so süß. Also. Dankeschön. Sogar Frühstück ans Bett. Was hältst du davon, wenn wir heute eine Runde shoppen gehen mit der Kleinen? Ich habe in der Kita angerufen, das geht klar. Auch noch. Mhm. Also ich weiß nicht, was es Besseres gibt als ein Mann, der auch noch gerne shoppen geht. Mir würde da schon noch was Besseres einfallen. Heute ist unser perfekter Tag und den lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Das tut so gut gerade, wirklich. Hey, Kasper. Sorry, ich muss mich stören, aber ich muss weg. Ich habe. Ja, sicher? Ja, ganz sicher. Ich habe einen Arzttermin und die Kleine ist alleine und sie hat Hunger und so. Das wäre gut, wenn ihr auf sie aufpasst. Ich gehe nachher gucken. Okay. Danke. Bis später. Wolltest du nicht eigentlich, dass sie bei Alice schläft? Oder hast du sie noch abgeholt gestern? Ja, ich bin nach der Schicht direkt drin. Achso, okay. Ich freue mich auf den Tag heute. Ich mich auch. Und danke. Ja, ich halte dich hier. Wo ist deine Tante? Wo ist Alice? Das Herz erfriert. Wow. Ich will immer wieder. Nein, was macht ihr hier? Dieses Fieber spüren immer wieder. Maus. Ich an dich, wenn ich will. Hallo. Willst du zu Alice kommen? Wie ein Tanz. Was macht ihr hier? Wir hatten gerade eine kleine Shopping-Tour. Wir haben ein neues Bärchen gekauft. Ach, süß. Ja. Und jetzt wollen wir den Kopf haben. Oh, super. Wir auf den Boot. Das ist aber schön. Ja, zu wem magst du denn, hä? Huh? Sie verstecken sich wie wieder, ne? Ich weiß schon, was du magst. Bei dir alles gut? Eigentlich nicht. Ich habe jetzt 2 Termine gleichzeitig. Eine Kundin, die kommt. Und zum Schneider muss ich auch noch. Du, wenn du gerade da bist, könntest du mir einen Riesengefallen tun und kurz einspringen? Oh, jetzt kannst du nicht Papa anrufen und den fragen, weil wir wollten heute den Tag zusammen verbringen. Das habe ich schon versucht, aber... Ja, come on, also wie oft haben wir das versichert? Nicht so lange, nur ein paar Stündchen vielleicht. Talking about it, das kann ich mal sagen. Klinik. Du bist weg, hä? Ja. Kasper hier? Ist es euer Ernst? Jetzt. Ich komme gerade erst aus der Nachtschicht, Leute. Könnt ihr nicht mal jemand anderes fragen? Ja gut, da kann ich ja nichts für. Okay, ja. Okay, tschüss. Ich hasse meinen Job. Hat sich dann wohl erledigt mit unserem Jahrkarten. Ja, tut mir leid. Alles gut, aber dann kann ich jetzt auch direkt hier bleiben. Also dann kann ich nächstens... Sorry. Alice, wie machen wir das mit der Kleinen? Kannst du sie mit oder soll sie hier? Ach so. Ja, wir lassen sie hier, oder? Ja. Dann spiele ich zwischendurch mal unten mit ihr ein bisschen. Und es ist ja lieb. Ich glaube jetzt auch nicht, dass eine Kundin... Okay. Muss dann irgendwie so gehen. Maus, bist du brav heute? Dann machen wir uns wenigstens einen schönen Abend, würde ich sagen, oder? Ja, das ist ein guter Kompromiss. Kuckuck. Viel Erfolg. Okay. Schönen Tag dir. Sei lieb heute, ne? Tschüss, viel Erfolg. Tschüss. Ciao, ciao. Das ist echt was gut bei mir. Tut mir leid, dass der Tag jetzt nicht so verläuft, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wäre er ja so oder so nicht, wie du gesehen hast. Also nachher alles gut. Und dann packe ich meine Sachen. Atemberaubend schön, wirklich. Ja. Das passt auch so perfekt. Das war direkt dieser Wow-Moment. Ich bin total glücklich. Das freut uns sehr. Du fandest es auch richtig schön gemacht. Ich hoffe, das war in Ordnung mit dem Kindergeschrei zwischendurch, aber das Kleid ist wirklich einfach nur perfekt. Muss ich einfach so sagen. Und ich freue mich über Fotos dann. Ich komme auf jeden Fall. Schön, super. Haben Sie Ihr Traumkleid gefunden? Ja, ich bin total glücklich. Vielen lieben Dank. Okay, dann.
wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Ihnen und auch. Ich möchte ganz, ganz Spaß. Ja, wir freuen uns über Fotos. Tschüss. Oh, Leonie, ich danke dir wirklich, dass du eingesprungen bist. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ich habe ja sowieso nichts Besseres vorgehabt. Kassa war im Krankenhaus und es ist selbstverständlich, dass du den einsprungen. Na, und mit der Kleinen war auch alles in Ordnung. Hattet ihr Spaß, ihr beiden? Oh, du strahlst so dolle. So, Cherie, nicht der einzige Grund dafür, oder? Nicht nur. Oh, ich freue mich so, dass du und Kasper jetzt so glücklich seid. Ich bin echt richtig happy gerade. Das ist die neue vom Weingart. Die ist schon hübsch. Ja, hübsch ist sie auf jeden Fall. Aber sie ist mit dem Weingart zusammen. Mal schauen, wie lange das noch hält. Also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, dass das was Längeres wird. Könnt ihr mal erzählen, was das soll? Habt ihr nichts zu tun? Um Zeit verplempern könnt ihr auf dem Arbeitsamt. Raus! Was sollte die Scheiße gerade, hä? Was fällt dir ein, mit deinen Hühnern über meine Freundin zu lästern? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst sie jetzt mal an dem raushalten? Da hat da wieder heute jemand gute Laune, hm? Wenn ich dich sehe, habe ich immer gute Laune, Miller. Bekommst du nicht mehr das, was du willst von ihr? Bist du untervögelt vielleicht? Was hast du gerade gesagt? Ja. Okay, ich sag's jetzt ein letztes Mal. Du hältst dich aus meinen Angelegenheiten raus, sonst passiert dir was, okay? Ist okay. Lass mich komm mal runter jetzt. Ja. Er hat mir vor ein paar Tagen sogar gesagt, dass er mich liebt. Ich war erst irgendwie total überfordert und dann habe ich ihm gesagt, dass ich ihn auch liebe. Oh, wie schön. Ich habe echt krasse Gefühle für ihn aufgebaut und ich weiß nicht, er ist einfach ein toller Mann. Er ist ein liebevoller Vater, gleichzeitig einfach ein toller Freund. Ich glaube, er könnte wirklich der Einzige. Oh Gott, wirklich, Leonie, ich freue mich so. Ihr seid aber auch so ein tolles Paar zusammen, wirklich. Dann kannst du jetzt eigentlich Feierabend machen. Oh, Cherie, pass auf, nicht am Geländer darum. Das habe ich ja eh nicht gesehen. Dann genießt ihr euren Tag noch, wenn auch ohne den Papa, gell? Wenn auch ohne Papa. Wir beide machen uns die schönen Mädelsnachmittag und holen uns erstmal ein Eis. Das haben wir uns verdient. Ja, oder eine Feindjahr, hm? Okay, ich hole den Buggy schon mal von hinten und dann mach ich den nächsten. Da, tschüss, deine Maus. Gerade eben eingeschlafen und sie war heute den ganzen Tag so quengelig. Ich bin gerade wirklich sehr erleichtert, dass sie einfach nur schläft. Also nichts gegen deinen Tag. Sehr kurz erst drin. Okay. Wie war dein Tag? Frag nicht. Das ist einfach der Horror. Ich bin so froh, hier zu sein. Shit. Aber ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Okay. Sieht sich gut an. Der Spanier, wo wir schon seit Wochen hin wollen. Ich habe endlich einen Tisch bekommen. Das heißt, Madame, ziehen Sie sich um und wir gehen auf ein Date. Das ist aber gerade ein französischer Akzent. Das ist sehr, sehr lieb, aber ehrlich gesagt, ich bin viel zu platt, um jetzt rauszugehen. Können wir einfach was Chilliges essen bestellen? Aber ich habe extra Alice gefragt, ob sie auf die Kleider aufpasst. Ich weiß, es tut mir leid, aber wir holen das nach mit dem Spanier. Aber jetzt einfach essen so bestellen klingt gut. Ja. Wollt ihr auch mit bestellen? Ja. Wir haben Hunger. Schläft sie, oder? Ja, Shirin schläft deshalb, sorry. Paco? Ja, dann bestellen wir alle zusammen. Das passt doch. Paco? Jo. Willst du mitbestellen? Essen? Ja, irgendwas Asiatisches oder so. Ja, oder? Mexikan. Wir sind schon da, oder? Komm mal. Oder Spanisch, ne? Pass mal, ist okay. Schatz? Du bist jetzt nicht sauer, wenn wir Essen bestellen, oder? Also gut. Nee, alles gut. Genauso habe ich mir den Abend vorgestellt. Girl. Kann ich gleich pennen gehen. Ach, Baby, sei nicht so genervt. Komm schon. Das ist doch einfach nur, weil heute nicht so mein Tag ist. Wir holen das nachher dann richtig schön, okay? Dann mache ich mich extra schick für dich. Du brauchst dich nicht extra schick für ihn. Du bist immer schick für mich. Ich habe nur halt einfach keinen Bock, jetzt irgendeinen scheiß bestellten Fraß zu essen. Ich dachte, wir gehen schön. Das ist doch nur heute mal ausnahmsweise. Wir machen uns das nachher noch richtig gemütlich. Wir gucken einen geilen Film und vielleicht kriegst du später noch eine Massage. Komm schon, lächeln. Mach's mir zuliebe. Nur heute.
Also, was willst du? Also Spanisch nicht, das heben wir uns noch auf. Es tut mir leid für Kasper, dass sein Tag so kacke war und er sich den Abend anders vorgestellt hat. Aber ich bin echt platt und das muss er jetzt auch verstehen. Hä? Das war's jetzt, oder was? Oh, was ist das für ein Film? Was ist das für ein Ende? Was hast du da ausgesucht? Das war furchtbar. Leute, seid doch nicht so langweilig. Das war doch süß. Es war zusammen, die sind doch zusammengekommen. Sind sie nicht, Paco? Was? Hä? Dann habe ich falsch verstanden. Das war ein offenes Ende. Oh Gott. Oder? Ich weiß nicht, was ist das? Sie sind beide gestorben. Deswegen diese Engelschore. Ja, im Himmel kann man auch glücklich sein. Kannst du das bitte ausmachen? Die waren bei den Sternen, haben zusammengetanzt. Das war doch voll süß. Und dann kam der LKW und hat die umgehauen. Das ist so süß. Also dann ist... Hast du echt eine verstörende Leute, ist auch egal, ihr seid langweilig. Okay, mit euch kann man nichts gucken. Nein, Spaß. Ich gehe jetzt feiern. Habt ihr Bock in der 51? Viel Spaß. Yes. Party und ich wollte vorbeischauen, meine Moves rausbringen. Also ihr geht jetzt alle... Wer kommt mit? Wir kommen mit. Wir kommen mit. Perfekt. Babysitterin. Schön. Oh ja, stimmt, ihr seid Mutti und Papi. Okay, cool. Wir sehen uns. Schönen Abend euch, ja? Perfekt, viel Spaß noch. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wirklich, dieses Essen hat mich komplett umgehauen. Umgehauen? Oh, mein Magen, ey. Ich habe Bauchschmerzen. Auf dem Nachtisch hätte ich schon noch Bock. Baby, sorry, sag mich bitte, ich bin echt müde. Und voll. Nee, Kasper, echt jetzt nicht. Sorry, aber. Aua. Oh, jetzt braucht Krampfe gerade. Ich geh ins Bad, okay, sorry. Oh. Ganz großes Kino. Was? Ich hab Bauchschmerzen. Was ist das, Bauchschmerzen? Hm? Ey, ich plan so einen wunderschönen Abend für uns und das ist das Ende, oder was? Wir gucken diesen scheiß Film, essen diesen China-Fraß und keine Sau. Ich schläft da. Ich weiß, dass Shirin schläft. Aber was ist los mit dir? Du gehst mir aus dem Weg. Ich hab noch nicht einen vernünftigen Kuss von ihr bekommen. Hast du jetzt schon keinen Bock mehr auf mich, oder was? Ja, du bist jetzt wirklich sauer, weil ich gerade zu müde bin und keinen Bock auf Sex habe? Jetzt schiebst du mir das in die Schuhe? Jetzt bin ich auch noch an allen schuld? Ich geh jetzt raus. Frische Luft schnappen. Warte nicht auf mich. Lilly, ich will dir wirklich nichts Böses. Ich will dich einfach nur warnen. Ich hab das alles selber durch. Warnen vor was? Verlass ihn einfach so schnell, wie es geht. Es wird nicht besser, seine Ausrast, das wird alles viel, viel schlimmer werden. Dass du so einer dahergelaufenen Stalkerin mehr vertraust als mir,